herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Bus Simulator 21. Ja, lange ist her. Und zwar das Ganze schon über ein halbes Jahr. Ich habe mir gedacht, wir fahren mal heute mal wieder mit dem MAN hier in diesem Game. Ja, viele haben es ja auch gewünscht, dass wir mal dieses Spiel wieder spielen werden. Ja. Genau. Ja, wir sind auf dieser amerikanischen Map unterwegs und ja, eigentlich ganz cool. Oh, Leute. Mal kurz zurückfahren hier. Huch. So, jetzt müsste es eigentlich passen. Ja, eigentlich war von der Abstimmung her, dass noch ein Omsi-Video kommen sollte, aber ja, wir müssen auch mal das hier mal wieder fahren. Aber kurz mal ein Thumbnail, würde ich sagen. So. So, ja, das Spiel ist auch, glaube ich, mittlerweile schon 2 Jahre alt oder 1 Jahr. Ich glaube, jetzt über 1 Jahr, ne, müsste es sein. Ja, wir spielen das Ganze jetzt hier auf dem PC natürlich, weil auf PlayStation kann man dieses Spiel total vergessen. Auf der PS5 wohl auch, soweit ich gehört habe. Ja, aber hier sieht man ja, läuft eigentlich echt gut, also auf 60 FPS. Ja, auf jeden Fall sehr gut. Aber sagen, grafikmäßig sieht es irgendwie gut aus. Also, ich weiß nicht. Also, dafür, dass das Entwicklerteam ein so kleines Team ist eigentlich. Ja, doch, kann sich eigentlich sehen lassen. So. Auch allgemein, wie gut das eigentlich aussieht, das Spiel. Also
es hat was. Also, weiß ja, auf PlayStation kann das alles immer nicht so rüber. Muss man sagen, eigentlich echt sehr schön gemacht. Gut, da wollen wir mal weiterfahren. Das Ganze fahren wir übrigens im Sandbox-Modus, also wir haben unendlich Geld, weil ich habe da irgendwie keine Lust drauf gehabt. Hier irgendwie, ja, von wegen da musst du eine Mission machen, damit du das Fahrzeug bekommst, denn das, nee, das ist halt überhaupt nicht meins so. Deswegen machen wir das so hier. Müssen wir jetzt hier rechts rein, ja, ne? Ah, jo. Oh, die Fahrphysik ist irgendwie voll gut, ne? Also, ich denke mal, das wurde alles auf jeden Fall ein bisschen verbessert. Denke ich mal. Was stecken alles für Leute ein? So, Abfahrt. Auch die KI hat sich irgendwie gebessert, also ich denke mal, da haben die einiges geupdatet, also muss man mal so sagen. Ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ganz schön voller Bus, ja? Jawohl. Schon wieder. Gibt's nicht. So, da sind wir auch, sag ich mal, an der Stadthaltestelle wieder. So ungefähr. Würde ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, einen guten Kommentar. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.